Guck mal bitte, wie toll ist das? Wir haben grün. Das haben wir hier alles gemacht. Wir haben der blaue Himmel und so. Und jetzt langsam wird der Planet grün. Okay, das wird grün. Aber ich meine, immerhin, irgendwas wird grün. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Planet Crafter. Und direkt habe ich einen neuen Bauplan erhalten, nämlich den Bora T3. Ich kann jetzt nicht schon wieder was bauen. Ich muss los, ich habe keine Nahrung mehr. Ich muss unbedingt irgendwie Nahrung bekommen aus dem nächsten Raumschiff. Also das ist echt heftig gerade. Ich darf mich auf jeden Fall jetzt nicht mehr ablenken lassen. Ich muss einfach los. Ich muss los zum nächsten Raumschiff. Habe ich euch eigentlich richtig begrüßt? Nicht wirklich, oder? Ich freue mich so mega. Ich habe so Spaß an dem Spiel und ja, das möchte ich natürlich gerne auch alles so mit euch teilen. Und deswegen habe ich direkt jetzt im Anschluss noch eine Folge aufgenommen. Ich mache gerade ein paar komische Sachen. Nein, eigentlich sind das keine komischen Sachen, sondern ihr wisst schon, was ich tue. Ich baue mir gerade wieder eine portable Kapsel auf. Dafür brauche ich ja immer dreimal Eisen, zweimal Titan und einmal Silizium. Nee, doch. Genau, ich habe jetzt schon alles beisammen. Und jetzt kann ich mir für unterwegs da hinten beim Raumschiff nochmal einfach eine Kapsel hinsetzen. Weil ich ja schon wieder weiß, da wird wieder einiges drin sein. Und da muss ich dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was zwischenlagern. Vielleicht hole ich mir hier auch nochmal einmal Eisen. Es ist natürlich gerade, wenn man es braucht, ist es nicht da. Doch, hier. Für so eine Kiste, so eine Übergangskiste. Vielleicht sollte ich mir auch einen Übergangsschrank holen. Ich glaube sogar, das ist... ist, glaube ich, besser. Ja, wir wissen ja, wie das aussieht, wenn man hier 20 Kissen nebeneinander stapelt. Das ist dann sowas von unübersichtlich irgendwann. Also ich weiß natürlich nicht genau, ob wir so viel auch hier rauskriegen, aber ein Raumschiff bedeutet eigentlich immer sehr viele Ressourcen. Hallo. Ich glaube, hier ist ein guter Ort, um so eine kleine Kapsel mal hinzusetzen. Ja, wo kriegen wir es hin? Oh, ich glaube, es geht schon wieder los. Der Sturm geht los. Okay, da. Hier kann ich auch verschwinden. Aber ich meine, auch im Raumschiff, da schlägt ja eigentlich auch nichts ein. Uff. Uff. Jo, wir gehen da mal hier rein, ne? Wie war das nochmal? F, glaube ich, war das, ne? Für Taschenlampe. Oh, es ist so stockduster. Ich hasse es, wenn es so dunkel ist. Ich hasse es so richtig doll. Ich finde es auch so unübersichtlich. Oh, kann ich das abbauen? Nö, leider nicht. Kann ich hier irgendwas abbauen? Da ist was, hier links. Draußen stürmt es schon wieder wie wild. Oh, da ist was. Ein Chip. Ich habe einen neuen Chip gefunden. Ich habe einen Chip Oh, das ist auch gut. 200er und einmal Stoff. Super toll. Richtig gut. Ja, das ist ja genau das, was ich brauchte für meine Stiefel. Ne? Zweimal. War das zweimal Stoff, was ich hatte oder einmal? Oh nein, nur einmal. Hoffentlich finden wir noch mehr. Hier was. Warte mal, da konnte ich was zerlegen. Da stand irgendwas. Zerlegen. Wo war das? Ich habe gerade auch was gesehen. Hä? Da. Zerlegen Trümmer? Hä? Ach so, das ging hier durch. Habe ich ja gar nicht gesehen. Da ist noch eine neue Kiste. Ja, jetzt kann ich es bauen. Stoff. So, weiter geht's im Raumschiff. Hier um die Ecke ist noch eine versteckte Kiste. Kann ich natürlich nicht mitnehmen. Aber nee, ich glaube, das ist zu wenig. Vom Essen her lohnt sich das noch nicht. Okay, wir kommen gleich wieder. Wir sind gleich sowieso wieder da. Wir bringen einmal unsere Beute wieder zurück. Dumm-di-dumm. Schnell durch den Sturm. Zack. Wisst ihr was? Ich bin ja so blöd, ne? Ich hätte ja vorher dann mal den Schrank bauen... Schon wieder. Ich hätte vorher mal den Schrank bauen können. Weil ich habe die ganze Zeit das doofe Eisen mitgeschleppt. Das war natürlich ganz sinnfrei. Oh Mann, ey. Das ist so typisch ich. Sturm ist vorbei. Aber es hat, glaube ich, nicht gehagelt. Also, ich meine, Steine gehagelt. Keine Meteoriten. Wo war die Kiste? Hier um die Ecke, ne? Da. Ja, sehr gut. Iridium brauchen wir meistens für Heizung oder irgendwie sowas in der Art. Weiß ich genau, ob man es noch für irgendwas... Was ist das denn? Was ist denn da? Hä? Ist das hier offen irgendwas? Das sieht so aus, als ob wir hier gegen irgendwas gekracht wären. Aber ich kann nicht richtig rausgucken. Das ist ja ekelhaft. Trümmer zerlegen. Okay, gut. Da geht's wohl auch weiter. Eisen? Achso, habe ich Eisen gerade bekommen. Haben wir hier irgendwas noch auf der Seite? Nee, hier geht es weiter geradeaus weiter. Nochmal Trümmer zerlegen. Das ist doch gut. Hier eine Heizung. Die kann man direkt auch wieder aufbauen. Ja, super. Ah, noch sowas. Ah, oh, noch ein neuer Chipsatz. Das heißt ja immer, wir lernen was Neues. Das ist richtig toll. Ja, das können wir auch alles mitnehmen. Oh mein Gott, ich habe gelernt, Raketenstartplattform. Das wird ja... Wow. Oh nee, jetzt müssen wir nur wegen dem... Naja gut, okay. Es lohnt sich schon, nochmal wieder zurückzukommen, ne? Aber wir müssen nochmal wieder rein. Oh, hier bin ich verkehrt. Aber ich habe tatsächlich mit meinem Sauerstoff nicht so ein großes Problem. Ich habe eher das Problem mit meinem Platz. Ich habe einfach gar nicht so viel Platz. Kriege ich das denn überhaupt alles hier rein? Nee, kriege ich nicht rein. Aber es ist nicht so schlimm, weil da ist auch nicht mehr ganz so viel, wenn ich das richtig gesehen habe eben. Das heißt, ich laufe jetzt wieder zurück, da wo wir her... Bin ich richtig? Ja. Da wo wir herkamen. Da, genau. Und dann nehme ich den Rest hier noch mit. Und ich glaube, das war es auch schon in diesem Raumschiff. Es ist gar nicht so groß. Aber wir haben eigentlich das, was ich brauche, auch gekriegt. Also wir haben Stoff gekriegt. Noch irgendwas. Ja, Chipsätze, das wird wieder sehr spannend, weil man natürlich immer nicht weiß, was man lernt. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich wollte am Anfang eigentlich sagen, dass das hier ein Zusatzvideo ist, was zusätzlich zu meinen anderen Videos erscheint. Die normalen Videos, die kommen ja immer am... Jetzt muss ich gerade selber nachdenken. Am Donnerstag und am Sonntag.
Und das hier wird dann wahrscheinlich irgendwann zwischenzeitlich mal zwischendurch kommen. So, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ein bisschen Essen nehme ich vielleicht auch nochmal mit. Ja, Stoff. Hier, das zum Einpflanzen. Das wieder zurück. Dann nehme ich nochmal diese Samen mit zum Durchtauschen vielleicht. Ich glaube, wir haben nur die 150er Samen. Ja, oder ich nehme auch schon mal eine Nahrung. Da habe ich noch einen Platz frei. Aluminium. Na komm. Gut. Ist ja eigentlich gar nicht so weit. Ja, ich habe halt gesagt, also ich habe mich für mich entschlossen, dieses Spiel trotzdem weiterzuspielen, obwohl ich weiß, dass ihr das, also nicht, also die Leute, die es gucken, die feiern das. Das habe ich auch gelesen in den Kommentaren, dass sie es wirklich toll finden, dass sie auch gesagt haben, mach weiter. Und ich finde, dass es halt auch so storymäßig total gut passt zu mir und zu meinem Kanal, weil halt das Spiel unglaublich ruhig ist, aber es, ja, es ist so intensiv, finde ich, von dem, was passiert. Von dem, was man hier zum Beispiel erfährt. Guck mal bitte, wie toll ist das. Wir haben grün. Das haben wir hier alles gemacht. Wir haben der blaue Himmel und so. Und jetzt langsam wird der Planet grün. Okay, das wird grün. Aber ich meine, immerhin, irgendwas wird grün. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Und wir sind gerade hier bei, oha, wir haben die Wolken schon erreicht und wir sind jetzt bei Regen. Das heißt, es wird demnächst irgendwann mal anfangen zu regnen. Okay, das ist nice. Das ist wirklich sehr nice. Und das hier ist fertig. Ah, das kann ich jetzt noch nicht aufheben, weil ich habe keinen Platz. Ich weiß auch gar nicht, wohin mit dem Stoff. Da habe ich noch gar keine Kiste für. Ich brauche einen Schrank. Habe ich Eisen? Ich glaube, ich habe noch Eisen da. Nein, zu wenig Eisen. Dann nehme ich nochmal hier ein Eisen mit. Lampe aus. Vielleicht machen wir dann das woanders hin, weil hier würde ich dann eher so auch nochmal Iridium. Vielleicht machen wir das auf die Rückseite. Ah, ich bin so doll Durst, habe ich jetzt auch nicht. Übertreib halt nicht. So, da kann ich das so ein bisschen gegenstellen. Ich finde, das sieht immer ganz schick aus. Das ist dann so ein bisschen, als hätte man eine Wand. Weil eigentlich kann man ja hier keine Wände ziehen. Man kann ja dann entweder so Glaswände ziehen oder halt das eben einfach so zubauen, wie das ich jetzt gerade. Wie das ich jetzt gerade mache. What? Aber das sieht dann natürlich nicht so schick aus. Aber okay, man könnte ja hier vielleicht dann auch nochmal einen anderen Schrank hin tun. Ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt hier aussehen wird. Wir machen mal, ja, keine Ahnung. Wie soll ich denn das nennen? Stoff macht ja eigentlich keinen Sinn. Einen ganzen Schrank für Stoff brauche ich nicht. Stuff. Überlege ich mir später nochmal. Alter, muss ich eigentlich gar nicht da reintun. Ich könnte hier vielleicht Pflanzen reintun. Nee, Samen. Nee, Pflanzen. Weil Samen sind ja was anderes. Pflanzen. Dann mache ich hier Samen. Das macht mehr Sinn. Und dann kommt der Rest, den ich dann noch habe vom Stoff, der kommt dann irgendwo mit da rein. Weil das hier sind ja Samen. Und das hier sind eigentlich auch Samen, weil das sind Pflanzen für mich. Also sieht aus wie eine Pflanze. Apropos, können wir erstmal durchtauschen. Dann können die nämlich in der Zwischenzeit schon mal arbeiten. Was macht die? Ah nee, das ist die gute. Das ist die 600er. Das ist 150er. Eine 200er. Lohnt sich mehr. Und dann kann ich hier oben vielleicht auch nochmal durchtauschen. Ja, das ist nämlich auch nur 150er. Alles, was wir mehr haben können, ist besser. Hier, guck, 2,4 im Vergleich zu 1,8. Macht jetzt nicht die Welt, aber... Ja, so Kleinvieh, ne? Macht ja auch nichts. Deswegen machen wir das. Und ich muss die Samen durchtauschen. Kann ich das jetzt ernten? Okay, das ist natürlich super. Wenn ich das jetzt ernten kann, dann kann ich jetzt die Samen rausnehmen und einmal durch den Kürbis ersetzen. Weil der Kürbis ist größer und der macht satter. Das Gute ist, dass ich ja jetzt gerade auch aktuell wieder Weltraumnahrung bekommen habe. Also habe ich ja gerade wieder was gefunden. Und die Samen, die werde ich jetzt mal nach da hinten bringen. Hier. So, haben wir das ja auch schön einsortiert. Hier dann die Pflanzen rein. Einmal einen Schluck trinken. Oh, das habe ich auch noch gelernt. Oh, krass. Das ist auch wichtig. Wobei, zuerst habe ich eigentlich gedacht, mal die Stiefel, ne? Ist halt nur die Frage. Ich glaube, keine Superlegierung, oder doch? Ach doch! Oh, okay. Ich habe es gesagt. Dann muss ich ja nur noch meine alten Stiefel ausziehen und kann die dann durchtauschen. Also so dieses Bewegungstempo, das... Warum geht das nicht? Habe ich die nicht ausgezogen? Hä, die habe ich doch ausgezogen. Ich habe ja schon die Zweier. Was? Oh, und ich sammle die ganze Zeit dafür. Bin ich blöd? Offensichtlich ja. Rucksack 3 habe ich auch. Sauerstofftank 3 habe ich auch. Ja, dann fehlt ja im Endeffekt hier gar nicht mehr so viel. Das fehlt ja dann eigentlich nur noch hier der Kompass. Der wäre ganz gut. Und dieses Abbauzeug. Das hier wäre halt auch wichtig. Energie 12,5. Was könnte wieder problematisch werden? Aber es geht gerade noch. Habe ich überhaupt Aluminium gefunden? Ich hole erstmal den Rest ab. Ach ja, und diese krasse Raketenplattform habe ich ja gelernt. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die hinstellen will. Leute, wir haben ja noch fast überhaupt gar nichts entdeckt. Ich war noch nirgends. Ich war irgendwie noch nirgends. Das ist so... Ich fühle mich gerade voll überfordert, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, das alleine hier alles schon mitzunehmen. Also hier, das war jetzt gar nicht so viel, ne? Oh, ich habe die Mikro... Warum habe ich denn nicht mal alle irgendwas leer gemacht? Sag mal, ich bin ja so kopflos gerade. Kann mir mal bitte jemand gegen den Kopf schlagen? Das ist ja schrecklich mit mir. Schneid das einfach raus. Das hat hoffentlich keiner gesehen. Das war einfach richtig dumm. Richtig dumm. So, es ist gar nichts passiert. Ich bin immer noch da. Ich sortiere das jetzt hier mal ein, was ich gerade eben abgeholt hatte. Oh, das ist gut. Zweimal noch eine Superlegierung gefunden. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also sie haben sehr teure Sachen hier gefunden. Ja, dann brauche ich ja eigentlich im Grunde jetzt auch den Stoff nicht mehr wirklich. Schade eigentlich. Aber das, was ich eben auch noch nicht gemacht habe, ich kann ja jetzt hier noch zwei Sachen lernen. Hä, was kommt jetzt wohl? Eine Bildschirmkarte? Mhm. Aha. Und
Mikrochip, Taschenlampe. Das ist, glaube ich, richtig cool. Warum habe ich das getan? Oh, dafür brauche ich den Kompass. Den habe ich noch gar nicht. Und 14,7 Energie. Oh, okay, also Sonnenkollektoren bauen. Aluminium, Eisen, Magnesium, Silizium. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles. Dann würde ich nämlich direkt raus und würde direkt zwei davon bauen, damit wir hier mal so ein bisschen, ui, schon wieder so dunkel, so ein bisschen Freiraum haben mit dem, was wir hier jetzt bauen können alles. Das da ist so cool. Aber das kann ich nicht bauen. Das ist ja so viel Energie. Da muss ich ja erstmal irgendwie, ich muss mal gleich schauen in meiner Liste, was ich brauche, um diese Energie hier freizuschalten. Das ist ja heftig. Ich muss irgendwie irgendeine neue Möglichkeit haben, um Energie zu erzeugen. Das geht ja gar nicht klar. Ah, Blumentöpfe. Das ist ja cool. Oh, ich mag ja Blumentöpfe. Dünger. Ja. Nö. Irgendwie nicht. Habe ich nicht. Ich habe keinen Dünger. Mann, ich habe keinen Dünger. Ich kann das nicht bauen. 53, das ist richtig viel jetzt. Was brauchen wir denn? Wir brauchen um das hier. Das ist ja... nee, warte mal. Das ist ja gar nicht Energie. Wo ist denn die Energie? Da. Das hier wäre Energie. Fortgeschrittene Herstellungsstation. Das ist wichtig. Das muss ich jetzt auch bauen. Fortgeschrittene Herstellungsdings da. Ein Wasserkollektor. Wassersammler. Ah. Da gibt es dann nochmal einen Rucksack. Ja, aber wie kann ich denn jetzt nochmal an das Energie herstellen? Wie funktioniert das denn? Da. Oh, da muss ich den Luftdruck erhöhen. Ach, alles klar. Ja, das stimmt. Da mache ich ja viel zu wenig. Das hier, das rast alles. Ich muss ganz, ganz dringend einen Bohrer bauen. Ich habe ja auch schon einen neuen Bohrer gelernt. Den da. Wie geht das mit der Energie? Ist okay. Kann ja direkt zwei bauen. Also Aluminium, Titan, Eisen. Ich glaube, ich muss gleich farmen. Okay, die Sachen hier, die habe ich noch da. Aber ich habe so viele Sachen einfach gar nicht mehr da. Alter. Der ist fett. Jo, ich habe hier noch gar keinen Bohrer hier oben, ne? Ich habe nur diese ganzen Ollenbohrer, die ich da hinten gesetzt hatte. Jo, dann nehmen wir doch mal direkt zwei. Strom habe ich ja gerade schön gebaut. Das heißt, wir haben damit gar kein Problem. Dann bohrt ihr hier mal so ein bisschen und erzeugt mal bitte weiter Luftdruck. Weil das was ist, was mir unglaublich krass fehlt. Weswegen wahrscheinlich so einige Sachen gerade auch nicht freigeschaltet werden, weil ich mich nämlich darum nicht gekümmert habe. Ich habe mich hier so schön gekümmert um Pflanzen und alles Mögliche, aber darum leider nicht. Vor allem, ich muss eigentlich auch nochmal Essen anbauen. Ah, das brauche ich auch dringendst. Jetzt halt nur die Frage, was brauche ich, um das herzustellen? Energie habe ich ja. Wo ist denn das Teil hier? Wie sah das nochmal aus? Glasstreuer, genau. Wir streuen heute Gläser. Das Ding da. Aluminium. Aluminium, Eisen, Wasser. Ist ja easy. Ich hole einfach nochmal alles mit. Ist gerade wieder wichtig, alles mitzunehmen. Ich habe so viel verbraucht. Eis auch. Wasser brauche ich. Ich drehe hier gerade ein bisschen durch. Noch ein bisschen Silizium mitnehmen. Oh, und voll. Ganz dringend was anbauen. Oh, wächst das irgendwie noch länger? Noch langsamer kann das sein. Uff. Ach so, Aluminium brauche ich, klar. So, dann haben wir ja hier wieder ordentlich was, naja, was heißt ordentlich, ein bisschen auf jeden Fall wieder was gefarmt. Ich habe schon wieder gemacht. Aluminium. Oder kriege ich sogar vielleicht zwei auf der Hütte. Nochmal Eisen. Wäre halt ganz gut, weil ich wirklich, oh nein, es fängt wieder an zu stürmen. Nochmal Wasser. Regen kommt bald. 36, ja, da kriege ich ja zwei noch hin. Aber ich muss schon wieder was bauen. Gibt's doch gar nicht. Ich habe echt ein Problem damit. Bitte macht, dass ich dann noch einen nebenkriege. Ah, ich sehe es schon, das geht nicht. Na toll. Dann erweitere ich da hinten einfach den Raum. Eisen und Titan brauche ich dafür. Dann bauen wir nach da hinten vielleicht noch mal ein bisschen weiter, ne? So. Wenn ich das da jetzt schon nicht hinkriege, das ist halt ein bisschen blöd. Dann kann ich da noch was in die Mitte bauen oder sieht das blöd aus? Sieht blöd aus, glaube ich. Aber so ist halt auch doof. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Könnte es halt nochmal umbauen. Ich glaube, ich habe das vielleicht hier ein bisschen blöd platziert. Ich glaube, es könnte halt sein, dass man da auch vier dann nebeneinander kriegt, wenn man es hier so ein bisschen weiter nach vorne setzt. Irgendwie so. Dann steht das halt ein bisschen weiter im Raum drin. Vor allem, was doof ist, ach ja, hier. Was doof ist, dass man irgendwie, also ich habe halt nur Auberginen-Sachen. Die sind leider so ein bisschen nicht so toll. Wäre halt besser, wenn ich irgendwas hätte, was mehr, ja, mehr sättigt. Wachstum 70. Das heißt, dass es irgendwie auch so langsam noch wächst. Muss auch wieder was essen. Eigentlich ist es ja jetzt gerade nur windig. Uff, nur windig, habe ich gesagt. Ist gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. Oh Gott. Ach nee, ich wollte ja was tragen. Geht ja nicht. Hab gleich auch wieder einen weiteren Platz frei, weil ich habe ja noch ein bisschen Wasser dabei. Das muss ich sowieso gleich trinken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, ey, das ist aber ein Mega-Sandsturm gerade. Hust. Lass mich rein. Ja, Eisen und Silizium. Mega Ausbeute. Oder auch nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Und die Kapsel lasse ich erstmal hier stehen. Falls wir irgendwann nochmal hier hinten irgendwo lang gehen, dann ist es okay, wenn wir da wenigstens so eine Kapsel haben. Aber ich könnte ja auf dem Weg hier auch noch ein bisschen was einpacken. Wir wissen ja, wir werden wahrscheinlich auch nochmal Eisen brauchen. Wenn ich denn was finden würde, ist ja alles schon wieder verbraucht, oder? Ist alles schon eingesammelt? Gibt's ja gar nicht. Oder Eis. Eis habe ich auch nicht so viel. Warte mal, bin ich gerade an Eisen vorbeigegangen? Ja. Echt jetzt? Ein letztes Ding und das ist voll. Ah, naja, gut, aber ich habe ja auch ganz viel Eisen im Schrank gehabt, also ist okay, ne? Ja, ich muss was trinken. Ich mache immer nur kurz vor knapp. Jetzt können wir mal was trinken.
Dann haben wir hier auch wieder eine Satzflasche, das ist gut. Ja, aber es war jetzt nichts, also hier ist nichts runtergekommen, ne? War jetzt wieder nur einfach so ein krasser Sturm. Das Wetter verändert sich offensichtlich irgendwie durch das, was wir tun. Ich würde gerne auch mal wissen, was jetzt genau was bewirkt, weil das weiß ich halt überhaupt nicht. So, wie weit sieht es aus mit dem Regen? 51%. Was ist mit der Biomasse? Sie steigt sehr, sehr langsam. Wärme ist schneller auf jeden Fall als der Luftdruck. Oh, wir brauchen definitiv schon wieder einen Sonnenkollektor. Den hier würde ich gerne nochmal bauen. Oder halt eine Antenne. Eine Antenne brauchen wir auch. Ach, puh. Aber erstmal das hier wieder. Ich habe gerade wieder alles eingepackt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nö, ich glaube, es sieht gut aus, so dass wir dann wieder zwei bauen könnten. Aber wenn man schon so viele braucht, merkt man, dass man da irgendwie gerade im Hintertreffen ist, ne? Eigentlich bräuchte man da schon wieder eine andere Stufe. Es muss irgendwas anderes, besseres geben, was man bauen kann. Ich habe voll Bock. Möchtest du gerne mal da drüben hier zu dem Feld rüber? Bin ich leer? Jo, ich könnte eigentlich rüber. Sollen wir das mal machen? Komm, wir gehen da rüber. Ich kann mich immer nicht entscheiden, weil ich könnte halt auch richtig cool da hinter mir in diese... Ja, da. Da wollte ich auch eigentlich gerne hin. Aber hier ist halt auch so cool. Es glitzert so schön. Ich nehme vielleicht auch nochmal auf dem Weg hier wieder was mit für eine Kapsel. Für meine Rettungskapsel. Eisen brauche ich. Titan. Einmal Silizium. Nochmal Eisen. Nochmal Eisen. Jetzt fehlt nur noch einmal Titan. Titan. Hallo? Muss ich ja wieder zurückrennen, um mir einmal Titan zu suchen oder was? Da. Okay. Ich weiß halt nicht, ob da auch alles vorkommt in dieser Glitzerwüste. Hier geht's jetzt rüber. Immer mit offenen Augen laufen. Hier kann überall irgendwas versteckt sein, ne? Kisten, Glitzer. Wah! Hoppala. Ist hier was? Hier ist nichts. Das ist richtig... Es gibt ja auch diese goldenen Kisten, ne? Die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal. Habe ich ja schon eine gefunden. Und hier soll es auch eine geben. In diesem Glitzer... Gebiet hier in dem Glitzerfels. Feld. Ach, genau. Da, hier. Das ist Aluminium. Das gab es aber damals nicht, als ich das gespielt habe, glaube ich. Ich glaube, das wurde erst hier irgendwann reingepatcht, dass die dann hier auch Aluminium haben. Damals gab es irgendwie gefühlt sowieso viel, viel weniger Aluminium als jetzt. Aber man braucht es auch so extrem viel. Ich muss hier mal so ein bisschen absuchen, ob ich irgendwas finde. Ist das auch Aluminium? Ja, ne? Oha. Das glitzert halt einfach so cool, dass man das so weit sieht. Da ist die Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Ich muss gleich mal eine Kapsel bauen. Oh, das ist wieder gut. Die nehmen wir mit. So, einmal abgebaut. Oh, es glitzert. Ah! Da ist was gestrandet. Oh weia, ich muss bauen. Ganz dringend. Hier. Einfach egal wie, Hauptsache irgendwas irgendwo. So, schnell rein. Puh. Kann ich mir nicht theoretisch auch schon direkt so einen Schrank bauen für irgendwas zum Aufbewahren? Wie voll bin ich denn? Oh, relativ voll. Ich hoffe ja, dass ich hier ein bisschen was kriege an Aluminium. Da. Also ich habe ja bisher tatsächlich gar kein Problem gehabt, irgendwas zu bauen. Aber man braucht Aluminium zum Beispiel auch, wenn man dann später hier Superlegierung sich herstellen will. Aber das brauchen wir eigentlich auch noch nicht, ne? Ich bin irgendwie leicht verwirrt. Da. Also ist auch nicht schlimm, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen was stehen lasse, weil wir kommen ja sowieso wieder hier vorbei. Also keine Panik, wenn ich hier was übersehen sollte. Da ist noch was. Ich wollte auch nochmal zu der Kiste da eben zurück, die ich gesehen habe. Oh, das ist aber sehr dunkel. Hä? Hallo? Was ist denn da los? Jetzt geht's. Fast voll. Ich habe auch... Oh, ich brauche noch ein Eisen. Dann kann ich mir hier einen Schrank bauen. Oder aber ich gehe mal kurz wieder zurück. Da ist ein Eisen. Oder ich baue einen Schrank. Was ist denn hier kaputt gegangen? Was ist das denn für ein komisches Teil? Ach, das waren wahrscheinlich hier davon die Räder. Ach so. Ich habe hier auch noch nicht reingeguckt. Das ist schön. Ja, eine Kiste. Sehr schlau, oder? Einmal ein kleiner Zwischenschrank wieder. Wir müssten ja vielleicht hier auch mal was zu essen finden. Ach so, ich habe ja was gefunden. Kann ich ja schon mal konsumieren. Ja, hat ja genau gereicht. Das waren immer 40, dieser Beutel. Ich frage mich halt, wie viel habe ich eigentlich? Ich glaube, ich habe 100 oder so. Ich habe 100 Essen. Das packen wir direkt auch hier in die Kiste, in den Schrank. Nein, ich will das auch nicht demontieren. Rein mit dem Zeug. Ich habe die Hoffnung, dass hier in dieser kleinen Kapsel natürlich auch wieder irgendwas Feines versteckt ist. Wo ist denn hier der Eingang? Kommt man hier überhaupt irgendwo rein? Da vielleicht? Hier? Da! Da ist offen. Der ist wie kaputt gegangen. Entschuldigen Sie, ist hier jemand? Hallo? Oh, Alter. Eine Kistenversammlung. Was ist denn das für eine fette Kiste? Das ist ja eine Kistenkiste. Ui, Uran. Uran ist immer gut. Oh, nochmal so ein Chipsatz. Nice, da haben wir wieder die Chance auf irgendwas Feines. Nochmal Uran. Nein, kann ich nicht mitnehmen. Na gut, dann komme ich halt eben gleich wieder. Wie kriege ich nochmal einen größeren Rucksack? Jetzt muss ich für dieses kleine Stück nochmal laufen. Ich muss den ganzen Rotz muss ich ja dann nochmal tragen. Oh, da ist ja ein Aluminium vor meiner Haustür. Wie ist denn das passiert, dass ich den nicht sehen konnte? Ah, dreimal Eisen. Ich baue mir noch einen Schrank. Ja, das schneide ich nachher wieder zusammen. Dann müsst ihr das nicht angucken, dass ich hier ständig hin und her fliege. Haben wir mal ein bisschen Platz hier in unseren Schränken, ne? Okay, dann nochmal wieder rein von hinten. Ja, ich will natürlich hier alles mitnehmen, ne? So. Dann zerstören wir die. Jede Kiste, die kaputt gemacht wurde, sagt mir, ich habe sie leer gemacht. Das ist mich selber immer verwirrt. Wo haben wir denn hier noch ein bisschen was? Oh, ich habe ja ordentlich Platz. Kann ich hier nochmal ein bisschen durch die Gegend streifen? Da, warte mal, hat es hier nicht eben auch noch glitzert? Hier war was. Vielleicht brauche ich bald einen zweiten Aluminiumschrank. Das wäre ja heiß. Das ist doch auch Aluminium. Warum ist das eigentlich so düster? Liegt das hier an dem Gebiet oder ist das generell gerade so dunkel? Ist da auch was? Nee, das ist einfach der fette Stein, der so glitzert. Da ist was. Yeah.
Ich muss mal genau gucken. Was ist hier? Eis. Brauche ich nicht. Irgendwie gefühlt ist es jetzt doch nicht ganz so viel. Aber die Frage ist, wo ist diese goldene Kiste? Ich muss wieder zurück zu meiner Kapsel. Ich muss doch diese komische Kiste hier finden irgendwo. Jetzt finde ich noch nicht mal meine Kapsel wieder. Ah, da ist sie ja. Oh, das war knapp. Wasser brauche ich wahrscheinlich auch gleich. Oh, nächste Runde. Kann ja wohl nicht sein. Diese komische Kiste, die muss doch hier irgendwo versteckt sein. Ah, oha, Kernreaktor. Das ist jetzt aber das. Das ist jetzt das, was ich brauche. Das ist nice, ja. Kernreaktor ist krass. Ich gehe hier alles ab. Ich will hier nichts übersehen. Da ist eine Kiste. Das ist aber die falsche. Also ich meine, die ist auch gut, aber die suche ich nicht. Oh, die ist sehr gut. Die nehme ich auch mit. Aber wo ist diese geheimnisvolle goldene Kiste? Das ist ja unfassbar, wie gut die versteckt ist. Oh, noch eine Kiste. Nochmal Aluminium. Habe ich vielleicht gar keine Kiste hier? Doch, ich weiß, dass es hier eine geben soll. Oh, Mann. Stunden später. Das ist ja der Wahnsinn. Ich baue mir noch einen Schrank. Wie viel habe ich hier bitte gefunden? Also, nächste Tour. Ich schneide das für euch zusammen. Oh Gott, ich habe sie gefunden. Leute, okay. Falls ihr die auch sucht, Moment. Hier ist das Ende da hinten. Ja, von der anderen Seite, von hinten. Wenn man da runterkommt, dann ist die da unter so einem fetten Stein. Guckt euch das hier genau an. So, ja, so sieht es hier aus. Guck mal, da. Hier hinten drin. Ich muss da schnell hin. Ich habe sonst keine Luft mehr. Schnell. Ich muss die schnell mitnehmen. Oh, krass. Das sind hier... Ach so, das ist immer das, was in den goldenen Kisten drin ist. Da hat man immer diese Statue und so. Wo war denn jetzt meine Kapsel hin? Oh, war ja... Da! Ach so, die war gar nicht weit weg. Ah, okay. Ja, gut. Dann haben wir die auch gefunden, wa? 600. Das ist richtig viel, ne? Das bringt total was. Und hier einmal so ein Stab. Der ist auch gut. Ein Uranstab. Ja, jetzt habe ich halt in der Zwischenzeit nicht so wirklich geachtet auf Aluminium. Man sieht es. Ich bin überall vorbeigelatscht da dran. Weil ich halt irgendwie meine Augen nur fokussiert habe auf goldene Kisten. Jetzt bin ich hier so wild einfach nur durch die Gegend gerannt. Ah, es ist aber auch fies. Man sieht es so schlecht, weil ja alles glitzert in diesem Gebiet. Und dann musst du erstmal das Glitzern herausfiltern. Zu dem Aluminium. Oh Gott, heftig. Naja, ich würde sagen, wir haben ja sowieso ganz schön viel, dass ich dann vielleicht erstmal die Sachen wieder nach Hause schleppe. Atmosphärischer Wassersammler. Alter, guckt euch das mal an. Hier geht's wieder weiter. Da ist was da hinten. Da ist was abgestürzt. Hier ist was abgestürzt. Ist hier eine Höhle irgendwo auch noch vielleicht drin? Sind ja auch immer wieder Sachen noch reingepatcht worden. Deswegen, ich weiß, kenne die Map nicht komplett tatsächlich. Also ich weiß vieles gar nicht. Und manche Sachen sind ja auch, was ich euch da schon mal gezeigt habe, sind ja noch gar nicht zugänglich. Das kommt ja erst später alles. Wenn halt die Atmosphäre wärmer wird und wenn das halt so anfängt zu schmelzen, das Wasser, dann gibt es halt neue Höhlen, wo man dann reingehen kann. Da gibt es dann auch neue Materialien. Es ist schon krass viel. Vielleicht nehme ich jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen mit. Das hier ist alles wichtig, das packe ich alles ein. Chipsatz auf jeden Fall. Noch ein Chipsatz. Ja, Essen ist momentan halt auch wichtig, ne? Superlegierung ist irgendwie auch immer wichtig. Ist ja alles wichtig. Wir haben so viele coole Sachen gefunden. Stoff brauche ich gerade jetzt nicht so dringend. Aber Uran vielleicht? Ich bin voll. Ich bin aber mal voll. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich flitze mal nach Hause, wenn ich den Weg finde. Ah, ich finde den Weg. Hier geht's lang. Inzwischen komme ich ganz gut klar mit meinem Sauerstoff. Ich finde, wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen mehr hier für die Biomasse. Flüssiges Wasser. Wir haben Regen schon erforscht, aber es hat noch gar nicht geregnet. Flüssiges Wasser? Oh oh, dann steht jetzt hier bald alles unter Wasser, ne? Okay. Soll ich jetzt hier noch irgendwas vielleicht anbauen in der Zwischenzeit? Oder, ich sollte... wo ist denn dieses Gerät? Das da. Das sollte ich bauen. Titan, Magnesium, Silizium. Das habe ich nicht alles dabei. Oh, ein Biodom. Da habe ich doch bestimmt auch noch nichts dafür, oder? Was brauche ich dazu? Was brauche ich? Oh, das könnte ich ja sogar bauen. Energie 37. Wohl eher nicht. Das hier muss ich machen. Das kann ich ja auch schon bauen, weil ich habe ja einen Uranstab gefunden durch Zufall. Oh, dreimal Superlegierung und zweimal Wasser. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Zweimal Wasser brauchen wir. Ich esse mal was. Und das muss ich auch durchtauschen, ne? Draußen. Die stelle ich irgendwie neben die andere. Besonders schön. Eigentlich brauche ich ja den Tisch für andere Dinge. Hebe ich sonst gleich wieder auf und stelle die irgendwann das nochmal, keine Ahnung, wohin. Zweimal Wasser brauche ich auf jeden Fall noch. So. Nochmal Wasser. Ey, so krass. Boah. Ich weiß ja nicht, ob ich das so gut finde, ne? Dass wir hier so einen Kernreaktor bauen, aber ich baue den hier einfach nach draußen. Man könnte jetzt hier das natürlich auch ein bisschen schicker machen, dass man sagt, so, wir bauen so verschiedene Abteilungen oder ich baue das hier oben bei mir drauf, aber ich möchte keinen Kernreaktor haben auf meiner Wohnung. Nee, nicht so wirklich. Jetzt haben wir richtig heftig viel Energie, glaube ich. Das kann ich doch durchtauschen. 200er gegen den da. Habe ich es nicht sogar auch noch einen noch besseren gekriegt? Nee, das ist schon der beste, den ich habe. Aber das wäre so krass wichtig, weil da habe ich ja dann die Kommunikation mit der Außenwelt. Oder den habe ich ja auch gelernt. Ein atmosphärischer Wassersammler. Soll ich den einfach nach draußen setzen? So auf die Wiese? Oder sieht das blöd aus? Oder soll ich das hier irgendwie mit einbauen? Weil da kriege ich dann immer Wasser. Ich glaube, ich mache das mal.
Superlegierung, Kobalt, was brauchte ich denn noch alles? Eisen, Magnesium und dann nochmal Silizium. Ich habe so wenig Materialien, ey. Ich finde, der sieht ja eigentlich ganz hübsch aus. Kann man den nicht einfach so hier hinsetzen? Und dann sammelt er da halt so Wasser. Also finde ich eigentlich ganz hübsch so. Ah, da ist dann das Wasser hier. Wasser wird produziert und das füllt sich dann langsam voll. Ja, das ist cool, weil dann brauchen wir nämlich auch kein Dings hier mehr, oder? Braucht man dann trotzdem noch Eis? Brauchen wir nicht Eis auch, um irgendwas herzustellen? Irgendwann, ich brauchte doch auch mal Eis, um irgendwas zu bauen. Naja, wir haben jetzt erstmal noch 2 Chipsätze. Also, wir lernen. Eine Schreddermaschine? Wozu brauche ich das denn? Ich kann doch sowieso alles kaputt machen, was ich gebaut habe. Wofür brauche ich denn eine Schreddermaschine? Wenn ich... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wozu man das braucht. Und eine... Cool. Innenbeleuchtung. Innenbeleuchtung ist ja auf jeden Fall cool. Oh, ich kann ernten. Oh, ich bin so... ich hätte das viel früher schon mal gucken müssen, ne? Ich muss doch hier... ganz dringend brauche ich doch Essen. Okay, ich habe übertrieben. Ich brauche gar nichts dringend Essen. Lalala. Aber ich muss auf jeden Fall was trinken. Das tue ich jetzt mal. Und wir haben wieder eine neue Pflanze. Was war das jetzt noch, was ich gerne bauen wollte? Eine Kommunikationsantenne, die passt vielleicht ja oben aufs Dach. Eine Raketenstartplattform fände ich halt auch mega nice. Wir haben ja jetzt das große Ding hier gebaut, den Kernreaktor. Ich kann aber auch nicht einen weiteren bauen, weil ich habe nur eine einzige Stange gefunden. Und ich habe sonst halt nichts. Ich habe nur 2-mal Uran. Das ist fast, also verschwindend gering. Aber was mir gerade auch einfällt, dass ich ja das noch nicht gebaut habe. Das müssten wir eigentlich, ja, das ist wichtig. Es regnet. Heuch! Titan, Magnesium, Silizium. Es regnet. Silizium und Magnesium. Das ist halt auch so eine neue Baustation wie die wir vorne haben, halt nur in Fett. Ich könnte das ja einfach hier auch so mittig in den Raum setzen. Kommt man dann noch hinten lang? Hauptsache, man kann irgendwie noch drumrum laufen. Kommt man hier durch? Ja, das würde gehen. Versuch mal so ein bisschen... ich will das eigentlich immer nicht so eng bauen. Ich nehme ein bisschen Eisen mit, ein bisschen Titan, um das hier nochmal wieder weiter zu erweitern. Oder vielleicht sollte ich auch draußen erstmal die Sachen, die unten drunter liegen, wegmachen. Zu spät. Okay. Mann! Ich dachte mir beim letzten Mal noch so, ja, das muss ich noch wegmachen. Ah, das war da wohl nix. Hier, das erste Mal Regen, Leute. Ist das nicht schön? Das ist ja wie auf der Erde hier. Endlich Regen. Die nicht vorhandenen Blumen freuen sich. Wart ab. Wir kriegen schon Blumen. Wir machen uns die Blumen selbst. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier einfach noch ein Dings ranbaue? Ist dann mein Wohnabteil... was ist mit dem Fenster dann? Habe ich jetzt das Fenster abgebaut? Oder ist es jetzt einfach weg? Das wäre blöd. Ach nee, ich habe glaube ich hier... Oder? Ich weiß nicht, ob ich das Fenster jetzt einfach weggemacht habe. Ich baue hier nochmal ein bisschen größer. Ach nee, ich habe keine Materialien mehr. Aber ich hätte gerne hier nochmal so ein Wohnabteilfenster. Ich muss immer irgendwo mal rausgucken können. Mal sehen, wo kann ich denn hier nochmal ein Fenster platzieren? Vielleicht hier hinten wieder. Ich muss auf jeden Fall irgendwo rausgucken können. Ich würde gerne auch noch an der Seite vielleicht mal sehen. Hier habe ich auch noch voll viel Platz. Vielleicht so nach draußen so ein Fenster. Nach draußen ist gut, nach vorne. Auf der anderen Seite auch. Ja, ich nehme mal nochmal hier sowas für ein Fenster. Vielleicht auf der Seite. Hier. Oh, jetzt habe ich aus Versehen darauf geklickt. Wollte ich gar nicht. Oh, krass, ich habe richtig viel Energie gerade. Ja, das sieht doch eigentlich auch ganz schick aus. Und ich... Oh, das ist ja toll, so ein Wohnabteil. Ich glaube, das ist noch ein bisschen schwierig hier. Ach nee, ich habe ja voll viel Energie. Das geht ja. Ein Kiodom. Perfekter Ort, um Pflanzen anzubauen und O2 zu erzeugen. Was mache ich denn jetzt zuerst? Ich habe so viel zu tun. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Silizium, Eisen. Ich mache erstmal das. Das habe ich schon so lange. Eisen, Silizium. Vielleicht kann ich das ja wirklich oben aufs Dach setzen. Es würde halt mehr Sinn machen, oder? Das irgendwie so oben so auf dem Dach zu haben. Kann ich das von unten vielleicht so durchbauen? Nein. Das geht nicht. Oder wenn man hier oben wie so eine Terrasse baut, dass man hier... Kann ich hier nicht einfach eine Leiter hochbauen, dass ich da so hochkommen könnte? Oder geht das nicht? Ich weiß nicht, ob es geht. Oder man lässt das hier so überhängen. Ich probiere hier mal so ein bisschen was. Aber man kann auch das hier nach vorne überhängen lassen. Aber dann habe ich ja da meine... Die müssen ja eh weg. Brauche ich ja sowieso nicht. Dann haben wir so ein bisschen so ein Dach, was so überhängt. Vielleicht ist das auch ganz schick. Oder so... Moment, ich habe eine andere Idee. So. Und dann das da, genau. Kann ich ja direkt sogar abbauen. Brauche noch einen Kobalt. Was brauche ich noch? Ich weiß nicht, ob es brauchte. Ich glaube, ich brauche eigentlich eher Eisen. Wir haben voll lange keine Einschläge mehr gehabt irgendwie. Das gefällt mir aber gar nicht. Also ich meine, eigentlich gefällt mir das, aber irgendwie ist das komisch, weil da kommt ja auch immer was bei runter. Eigentlich braucht man das ja auch. Hier, wir machen das so. Das sieht doch voll schick aus. Auf die andere Seite dann auch noch so ein Teil. So. Ha! Nice. finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich habe immer noch keinen Platz gefunden für meine Antenne. Ich meine, sie muss ja auch nicht oben drauf. Wir können die ja eigentlich auch woanders hinstellen, weil ich komme halt nicht da oben drauf zum Bauen. Es sei denn, ich baue mir halt hier wirklich so ein Gerüst und dann komme ich halt außen irgendwie hoch. Oder, Leute, ich bin auch ein Fuchs. Warte mal. Wir bauen uns natürlich einfach eine Innenleiter. Eine weitere.
So, eine Leiter, um aufs Dach zu kommen. Machen wir einfach auf diese Seite, dann kann man hier direkt so umsteigen und dann kommt man hier aufs Dach. Oh, genau. Dann machen wir dann unsere Kommunikationsdingsbums hin. Kann ich mit der irgendwas tun? Nein. Ja, wenn wir jetzt wollen würden, dann könnten wir nämlich hier oben so ein bisschen das auch weiterbauen. Ein bisschen kontrollierter. Ha, also ich finde, wir haben schon ordentlich was hingekriegt. Da ist schon einiges passiert hier. Das habe ich fertig. Ah, ich habe nicht reingeguckt. Ich habe gar nicht reingeguckt hier. Ja, ja, ja. Ich kann einen neuen Rucksack bauen. Was? Nein, habe ich... Oh nein, was mache ich zuerst? Ich habe nicht genug Superlegierung. Aber ich kann Superlegierung herstellen. Ich glaube, ich habe nicht genug Materialien. Oh oh, ich habe so viel verbraucht. Habe ich noch Silizium? 2 Stück. Boah, ich bin materialienarm. Uff, einfach ein Uff. Das ist ja... Das habe ich noch. Ich will auf jeden Fall einen Rucksack. Und auf jeden Fall Sauerstoff. 3 Superlegierung, 1 Kobalt. Das habe ich noch da. 1 Kobalt. Da muss ich den nur einmal kurz durchtauschen. Den tue ich hier rein. Klickt das denn hier an? Und dann kriege ich meinen anderen. Oh, Hallöchen. Vorher hatten wir wie viel? 200 oder was? Oh, 370, das ist ja richtig krass viel. 370, zieht euch das mal rein. Das Dumme ist nur, dass ich jetzt dafür nicht mehr genug habe. Ich müsste 2-mal das hier herstellen. Dann brauche ich wieder Aluminium und eigentlich alles. Ich brauche alles bis auf Eis. Das hätte ich ja sogar gerade da. Okay. Oh, das wird jetzt richtig knapp mit den Materialien. Genau alles geht auf. Oh, wei, oh, wei. Ich habe nichts mehr. Hä? Kein Magnesium? Ah, okay. Magnesium ist jetzt nicht das Problem gewesen. 1-mal, 2-mal. Und jetzt muss ich nur den Rucksack kurz raus. Was ist passiert? Hydration. Ach Mann, wie der immer mich stresst hier. Noch eine und Titan. Ach so, hier hatte ich noch eine. Titan habe ich, glaube ich, Gott sei Dank noch eins über. Ach, mindestens. So, Rucksack. Woo! Oh, ich habe schon wieder drauf gedrückt. Jetzt guck mal bitte. Ich habe eine neue Mitteilung erhalten. Oh ja, ich empfange ja jetzt auch Nachrichten. Guck mal bitte, wie groß der Rucksack ist. Das ist richtig nice. Und draußen habe ich ja Wasser. Wasser? Ist da schon was drin? Es hat doch geregnet, oder? Wow, ich habe direkt 4 Wasserflaschen. Brauche ich halt auch. Das müssen wir auch noch mal ein bisschen... Das muss ich auch noch mal ändern. Das funktioniert hier irgendwie auch alles nicht so richtig. Ich brauche, glaube ich, auch einen Schrank. Warum habe ich eigentlich keinen Schrank? Ich habe hier keinen Schrank. Why? Why not? Ich sammle mal gerade ein paar Sachen. Das, was ich eigentlich dringend brauche, ist Eisen. Nicht Eis, Eisen. Ich brauche eigentlich alles. Silizium. Wir gehen gerade in die geheimnisvolle Höhlennähe. Das heute noch schaffen? Weiß ich nicht. Schaffe ich das heute noch? Kobalt wäre halt auch cool. Das nehmen wir auch noch mit hier, das Kobalt. Oh, ich muss was trinken. Da habe ich ja genug dabei. So. Ja, komm, jetzt Magnesium ist das Einzige, was ich noch ein bisschen habe. Ich könnte ja mal so ganz kurz so... Hi? Guck mal, was hier wächst. Also wächst in Anführungszeichen. Rot. Das ist Iridium. Iridium. Das Iridium. Ja, genau. Das, was ich sage. Iridium. Ich habe ja gut Luft. Ich kann ja mal kurz hier so reindippen. Haben wir da schon wieder Aluminium? Nee. Magnesium. Das aber... Ach so, das ist Kobalt, ne? Aber das ist egal. Kobalt brauche ich auch. Ich mag das irgendwie. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Habe ich das jetzt mitgenommen? Er erkennt es nicht mehr. Na, dann eben nicht. Eisen. Ja. Das ist alles so düster. Ich sehe überhaupt nicht, was das ist. Nochmal. Nein, Eisen voll. Inventar. Hier könnte ich eigentlich auch... Kann ich das hier nicht schon direkt bauen? Ja, komm. Ich baue hier schon mal so eine Kapsel rein. Hier so irgendwie. Ich hoffe, ich habe auch noch was. Nein, habe ich nicht. Habe ich noch Eisen gehabt hier? Titan. Eisen. Ja, das ist gut. Vielleicht brauche ich das auch gar... Da! Eine Tür. Da. Warum bin ich nicht mal kurz reingegangen? Ich muss doch Luft holen. Aha. Aluminium. Hier ist ja auch Aluminium drin. Oh. Oh, das sieht ja so cool aus. Iridium. Hä? Nein, jetzt warm ich doch nicht. Das muss ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Weil Aluminium brauchen wir definitiv, wenn wir halt Superlegierung herstellen wollen. Das nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Oh nein, schon wieder Inventar voll. Naja. Aber wir wissen, hier ist eine Mega-Höhle und hier sind richtig viele coole Sachen noch drin. Ganz viel Iridium, Eisen. Ja. Und auch ganz viel Eis, falls wir nochmal richtig Eis... Ich weiß nicht, ob wir Eis brauchen, weil wir haben ja jetzt unseren Wasserspender hier. Habe ich mich gerade verlaufen? Nee, hier lang muss ich, ne? Bin ich irgendwo anders reingegangen? Ich glaube, ja. Achso. Da habe ich mich mal vertrödelt gerade. Spim vom Trödeltrupp. Oh, das ist ja richtig weit weg noch. Ich dachte, ich war so voll nah. Ich habe immer nur die ganzen Sachen gesehen, bin immer weitergelaufen. Das ist immer ganz gefährlich. Bei jedem Spiel ist es ganz gefährlich. In Minecraft finde ich mich immer gar nicht mehr zurecht. Da weiß ich immer gar nicht mehr, wo ich war. Vor allem, dann drehe ich mich einmal so im Kreis, weil ich irgendwas gehört habe oder weil ich eine Blume gesehen habe und dann ist alles total verloren. Sieht halt einfach mal gar nicht schön aus. Das müssen wir noch ein bisschen abrunden. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen was mit runden Sachen machen. Ja, das wird noch schick. Guck mal, so, wenn es so von vorne auch so aussieht, dann wird es hübsch. Moment. Das ist gut. Ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Was wäre jetzt die nächste Aufgabe? Eigentlich würde ich gerne nochmal weiter forschen oder erforschen die Landschaft. Weil wir haben halt so wenig Superlegierung. Und bevor man die halt immer herstellt aus Aluminium, ich glaube, es ist echt schwierig. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal danach suchen. Oder was meint ihr? Noch so ein paar... Ja, wir haben ja so viele alte Wracks auch noch da auf der anderen Seite. Haben wir auch noch eins gesehen. Oder da, wo wir eben gerade waren, da war auch nochmal so ein fettes Wrack. Da könnten wir auch nochmal hin. Und das hier habe ich auch noch nicht gebaut. Das wäre auch nochmal... Boah, ja, das mache ich. Mikro.
Mikrochip. Das müsste ich einmal bauen. Oh, ich hab's gemacht. Jetzt habe ich kein Eisen mehr. Was? Ich habe doch... Okay, ich habe gar kein Eisen gefarmt. Ich dachte, ich hätte irgendwie Eisen gefarmt, aber in meinem Traum habe ich Eisen gefarmt. Naja. So, das ist jetzt eine neue Anzeige und ich habe hier immer noch nicht drauf geguckt. Ich gucke gleich rauf. Kein Satellit, was? Ach so, ach jetzt muss ich eine Rakete starten mit dieser Raketenbasis. Ja toll, wenn ich das gewusst hätte, das habe ich ja eh noch nicht. Mann, ich esse mal was. 40 und nochmal 40. Hier, und der gibt nämlich auch 40. Der gibt so viel wie die Weltraumnahrung und das hier gibt 25 nur. Kann ich nicht langsamer hier wieder was ernten? Das ist so langsam. Ich glaube, ich brauche noch mehr. Habe ich denn noch Energie? 15? Ich glaube, ich habe ja so viel. Ja, locker. Aber ich habe kein Eisen. Ich gucke mal erstmal, was wir für eine Nachricht gekriegt haben. Dies ist eine automatisierte Nachricht an Sträfling. Ich bin ein Sträfling. GP8971L. Ich weiß also, was ich hier mache. Alles klar. Du hast beschlossen, deine Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln. Wenn du möchtest, dass alle gegen dich ausstehenden Anklagen fallen gelassen werden, musst du diesen Planeten vollständig terraformieren. Was habe ich denn bitte gemacht? Mit welcher Begründung bekommt man so ein Urteil? Unsere Sensoren scannen regelmäßig deinen Fortschritt und senden dir die erforderlichen Baupläne. Versuche auf keinen Fall Sentinel Corp zu kontaktieren. Wenn unsere Sensoren keine Fortschritte beim Transformationsprozess feststellen, wirst du als vermisst betrachtet und die Anklagen werden nicht fallen gelassen. Du kannst kein Eigentum oder irgendwas von Wert auf dem Planeten für dich beanspruchen. Das ist ja großartig. Ich bin also ein Knecht. Du darfst nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming-Index zu erhöhen. Du darfst diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraforming abgeschlossen ist. Ja, 3058. Puh, da muss man ja mal tief durchatmen, wa? Das ist meine nächste Nachricht, oder was? Deine Planetspezifikation. Identifikation unbekannt. Nee, unbenannt. Unbeansprucht. Bewohnbarkeitsgrad 0. Das war ich aber zu bezweifeln. Also ich wohne ja hier, also muss es ja 1 sein. Sektor Icitial Prime. So heißt das hier, oder wie? Geschichte unbekannt. Uff, heftigst. Ja, ich bin hier einfach ausgesetzt. Also ich bin nicht ausgesetzt, sondern ich habe das freiwillig gewählt. Das hier ist mein Schicksal, für das ich mich entschieden habe. Außerdem wollte ich hier einen Schrank bauen, aber ich hatte kein Eisen. Jetzt weiß ich ja, warum ich das mache. Also wenn ich hier das zu Ende terraformt habe, kann ich dann nach Hause? Habe ich Familie? Kann ich dann wieder gehen? Bitte? Das ist ja ganz schön traurig. Und so lange frisst sich jetzt dieses einsame Leben hier ohne irgendjemanden. Naja gut, immerhin lohnt es sich jetzt. Also jetzt, ich bin voll. Jetzt weiß ich, warum ich das alles hier tue. Ich muss das alles wieder gerade biegen. Ich habe eine neue Mitteilung bekommen. Oh, ja bitte. Nachricht von Riley. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das du geschickt wurdest. Hä? Kenne ich die? Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, dir einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Du solltest Weltraumnahrung in deiner Kapsel und vielleicht in Weltraumwracks finden. Mädchen, ich bin schon ein bisschen länger hier gerade. Ich habe schon so einiges an Weltraumnahrung vertilgt. Du kannst selbst Nahrungsmittel anbauen. Habe ich auch schon. Wenn du die richtigen Voraussetzungen erfüllst, versuch also einige Gemüsesamen zu finden. Erkundung und Verbesserungen sind von wesentlicher Bedeutung. Erforsche und verbessere deine Ausrüstung, um deine Überlebenschancen zu erhöhen. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich. Ja, sie erreicht mich, aber ich habe das schon gemacht. Vielleicht hätte ich das hier mal vorher bauen sollen. Voll zu spät, ey. Ich bringe erstmal... Nee, ich wollte doch einen Schrank bauen. Ah ne, ja, keinen Platz, irgendwas aufzuheben, ne? Ich mache mich erstmal wieder leer. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen was da. So, jetzt hätte ich ja theoretisch den Platz. Ich kann das hier eigentlich alles aufheben. Ich kann das wieder löschen. Und dann baue ich hier nochmal einen schönen fetten Schrank hin. Das ist dann quasi mein Schrank für unterwegs. Wie könnte ich den denn noch nennen? Nenn den mal auf Reise. Dann weiß ich auf jeden Fall, was gemeint ist. Krass, ey, schon wieder alles verbraucht. Wie viel Eisen man benötigt. Aber ich habe ja da hinten eigentlich auch noch voll viel, das ich nicht mitgenommen habe. Ich habe doch theoretisch auch noch ein paar Samen, um hier nochmal was anzubauen. Oh, es ist wieder fertig. Okay, das ist sehr gut. Ich habe halt aber keine sinnvollen Samen. Ich habe halt immer nur diese Auberginensamen. Die sind so ein bisschen, Na, seht ihr? Das bringt nicht wirklich viel. Die packe ich nochmal ein, weil ich habe sowieso gleich wieder Durst. Naja gut, aber ich meine, bisher kommt es ja trotzdem auch ganz gut hin. Ich glaube, ich würde gerne nochmal losgehen zu dem Raumschiff da hinten. Dann packe ich ja vorher schon mal wieder das hier alles ein, was ich gleich benötige. Wir brauchen noch Eisen und einmal Silizium. Lithium? Da, Eisen. Hier noch Eisen. Weil ich glaube, das ist nicht ganz so weit weg da hinten. Eisen. Fehlt tatsächlich nur noch einmal Silizium. Oh, das ist doch weiter, als es aussieht. Oh, ja, ich muss trinken. Hui. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch Iridium sammeln, aber ich brauche, glaube ich, gerade kein Iridium. Ich brauche ja eigentlich, was war denn das nochmal? Ich brauche ja Superlegierung, um diese Rakete zu bauen. Und wenn ich diese Rakete gebaut habe, dann kriege ich ja, was kriege ich denn dann? Dann kann ich eine Rakete hochschicken.
Aber dann kriege ich Informationen oder so oder auch nicht. Deswegen, wir sind auf der Suche nach Superlegierung. Ich glaube, es gibt ein Gebiet für Superlegierung. Vielleicht gibt es ja hier drin auch was. Ach so, und ich muss ja auch mal die Augen offen halten. Ich weiß nicht genau, wo diese anderen goldenen Kisten sind. Keine Ahnung, ob es hier auch noch welche gibt oder nicht. Gibt es da unten irgendwas drin in den Trümmern? Manchmal gibt es auch in Trümmern irgendwas. Kann ich da vielleicht was öffnen? Nee, das ist einfach nur Schmutz. Nee, gibt es irgendwie nichts Besonderes. Da geht's rein, oder? Hier. Dann baue ich hier wieder meine Kapsel hin. Oder kann ich die sogar... Kann ich die hier drinnen bauen? Schade. Das ist auch nicht so viel weiter. Wollte ich Luft holen? Oh nee, Eisen. Finde ich gleich auch drin. Jetzt fängt es wieder an. Ist das deine Kiste? Nee. Oh weia, jetzt fängt das hier wieder an zu stürmen. Nein, ich will nicht. So, erstmal hier alles abtasten. Sandsturm, nein. Kann ich hier oben irgendwas vielleicht noch entdecken? Was war denn das hier mal? Ach so, das ist wahrscheinlich für die Crew. Hier konnte man sich dann überall anschnallen. Spannend. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Nee, schade. Das wäre cool gewesen, hier so ein kleines Geheimnis oder so versteckt. Also ich glaube, Luftproblem habe ich nicht. Ich werde mal erst wieder nach links gehen. Oh, muss ich das zerstören? Nö. Das ist wieder so dunkel. Habe ich nicht meine Taschenlampe aufgewertet? Nein, ich habe die Taschenlampe vergessen aufzuwerten. Was ist denn das? Oh, okay. Hier kann ich irgendwie nach oben oder nach unten? Nach unten. Ah, oh Gott. Kajüte. Ne. Oh, ne. Was ist denn das für ein fettes Ding hier? Oh, das finde ich doch nie wieder. Ich finde mich doch hier nicht zurecht. Das sind das Samen? Das sind Samen. Oh, die liegen hier einfach so im Schrank. Aha, cool. Hier geht's gar nicht weiter. Okay, alles gut, alles gut. Hier geht's nicht weiter. Geht's hier weiter? Ich darf mich jetzt nicht verlaufen. Ich weiß gar nicht wieder, wie ich nach oben kam. Ich habe ja immer noch einen Notsauerstoff dabei. Manchmal sind ja hier in diesen kleinen Schränken... Das sind ja auch wieder Sachen. Guck mal da. Überall Samen. Brauche ich die alle? Egal. Erstmal haben. Oh Gott. Da haben die so... Boah. Oh. Kürbissamen. Alter, was? Nimm das. Nimm dies. Ich komme einfach wieder und habe nur Samen dabei. Das war ein Samenflugzeug. Ich bin wahrscheinlich eh jetzt schon voll. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oha, oha, oha. Pilzsamen. Superlegierung. Jetzt muss ich wegen dem Ding gleich nochmal wieder zurückkommen. Oh no. Nein, nein, nein. Wo kam ich denn jetzt her? Ich weiß es tatsächlich nicht. Gab es hier nur eine Möglichkeit, oder? Da. Ach, okay, okay. Alles gut. Uff, ich dachte schon. Habe ich denn jetzt... Habe ich Eisen? Bitte sag, dass ich irgendwo Eisen mitgenommen hatte. Ich habe ein Eisen. Ja, optimal. Na gut, dann wird es halt eben nur eine Kiste. Ich werde ja wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr Eisen finden. Oder ich gehe hier raus und hole mir hier Eisen, weil hier war ich ja noch nicht. Ich habe aber ein Triebwerk gefunden. Ich glaube, das brauche ich für wichtige Dinge. Das ist bestimmt wichtig. Triebwerk hört sich an nach, ich fliege irgendwo hin. Ich mache das hier jetzt. Das bringt ja sonst nichts. Ich brauche drei Eisen. Sonst habe ich einfach gar keinen Platz, um meine Sachen hier abzulegen. Na komm, dann hole ich mir noch ein drittes Eisen. Das ist einfach mal Titan. Mach doch mal bitte einer das Licht an. Hallo, Gott, du vielleicht? Irgendjemand anders, mein Gefängniswärter. Oh, neue Mitteilung erhalten. Ist schlecht gerade. Bin gerade nicht zu Hause. Ja, so, okay, dann kommt das hier alles wieder zurück und dann kommt das hier rein. Habe ich denn ein Hüngerchen? Nö, eigentlich nicht so wirklich. Ich habe ein Dürstchen, aber das hält sich noch in Grenzen. Ich finde bestimmt auch noch was. So, wir sind links lang gegangen. Links. Hier war ja nichts. Hier ging es einfach nur runter. Dann bin ich hier vorbei, hinten durch und dann hier hinten links. Genau. Achso, die war schon leer, aber die noch nicht. Dann... Packen wir die ein. Habe ich noch irgendwas, was ich hier mitnehmen kann? Nein. Das mit den Samen finde ich irgendwie ganz cool. Oh, ich kann ein Biolabor bauen. Wie soll ich denn mit den ganzen Sachen hinterherkommen? Ich komme einfach gar nicht hinterher. Man muss ja echt immer richtig krass hier in die Schränke reinschauen. Ich sehe schon mal die nächste Kiste da hinten. Ist hier irgendwas? Vielleicht im Bett? Ein Teddy oder so? Das wäre voll süß, wenn man so einen Teddy finden könnte. Einfach nur Eisen. Ui. 300, das ist gut. Superlegierung, das ist noch besser. Und Uran, das war eine perfekte Kiste. Uranstab wäre noch besser gewesen, aber ich möchte nicht meckern. Kriege ich, glaube ich, nicht alles mit. Ist halt die Frage, komme ich deswegen nochmal runter wegen dreimal Eisen? Ich würde mal sagen, nein. Ey, hi, gibt's hier eine Nachricht? Nee, warum nicht? Hätte ich gerne eine Nachricht gelesen. Sonst war hier aber nichts mehr, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwas vergessen hätte. Nee, ich glaube, ich habe alles abgegrast. Dann gehen wir erstmal wieder... Wo ist der Ausgang? Da, erstmal wieder zurück. Da habe ich ja noch die ganze rechte Seite, die habe ich auch noch nicht angesehen. Habe ich noch genug Platz im Schrank? Nein, aber ich habe ja sehr viel Eisen. Ich baue erstmal die Kiste hier ab. Und bauen noch einen Schrank. So, einmal wieder alles abladen. Oh, Erzextraktor. Oh, das hört sich gut an. Ein Erzextraktor. Ist es schon wieder so dunkel? Muss ich wieder erstmal entfernen, die Trümmer. Was war denn das hier mal? Was ist das denn? Das sind ja so mega viele Computer. Hier geht es einmal nach links. Geht's hier raus? Nee, das scheint zu klemmen. Oder kaputt. Hier irgendwas? Oh, ach nee, das ist mir zu dunkel. Da gehe ich nicht lang. Hier ist schon wieder was runtergefallen. Weg damit. Da ist eine Kiste. Okay, okay, okay. Eine Kiste. Geht's hier denn noch weiter? Wir nehmen erstmal die Kiste. Hops. Ah, Superlegierung. Yes. Kann ich das hier vielleicht auch zertrümmern? Nee. Ja, nein, jetzt ernsthaft? Was? Wie fett ist das denn? Oh Gott, ich
Ich bin völlig fertig. Das ist ja sowas von groß. Ich finde nie wieder zurück. Bin ich voll? Ich bin noch nicht voll. Ich gehe mal erstmal vorbei hier an der... Oh! Wuh! Oha! Ich glaube, das waren diese riesigen Samen. Also diese guten, diese tollen Klettern. Von wo bin ich jetzt gekommen? Oh Gott, Hilfe! Von hier, ne? Vielleicht ist ja gar nicht mehr so viel. Ich kletter mal schnell hoch. Ich drehe mich einmal rum. Hier? Nein, das ist so... Es ist so voll übertrieben. Ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht. Ich verliere hier voll den Überblick. Oh nein. Oh, ach so, ich war voll. Das ist ja großartig. Oh Gott, ich will hier wieder weg. Ich habe jetzt da ein Eisen liegen lassen, ist mir egal. Ich will einfach nur raus. Ich will wieder zurück. Ich will nach Hause. Geht's hier raus? Ja, ne? Oh, was ist das schrecklich. Aber jetzt habe ich wenigstens einmal alles durchgeguckt. Jetzt kann ich auch guten Gewissens wieder gehen. Uff. Uff, das war echt heftig. Ha, 304. Oh, 400er. Und da, Schwefel. Neues Material. Und neues Material, Biokunststoffklumpen. Okay. Ich würde mal sagen, ich glaube, ich mache jetzt mal erstmal wieder eine Pause. Und in der Zwischenzeit, wo wir uns nicht sehen, werde ich die ganzen Sachen hier zurückschleppen. Ich hoffe, wobei nicht, dass dann irgendwas passiert und dann nehme ich das nicht auf, ne? Vielleicht keine so gute Idee. Ich laufe trotzdem vielleicht einfach nur einmal und trinke wohl noch einen Schluck Wasser. Okay, also, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!